So, es geht weiter mit GTA Vice City und wir machen heute weiter mit einer weiteren Mission, und zwar die Mission für Diaz. Ich habe eine Vermutung, welche Mission das sein dürfte, weil er ja schon angedeutet hat, als wir Lenz vom Schrottplatz geholt haben, dass er gesagt hat, Diaz muss weg. Klar, jeder, der GTA Vice City gespielt hat, weiß, glaube ich, jetzt, was auf uns zukommen wird. Dass die aber schon so früh kommt, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir die so früh schon kriegen. Die Mission? Nein, die ist sogar schon jetzt dran. Warte mal. Aber nee, ich glaube nicht, das ist zu früh. Das ist zu früh. Nee, warte mal, D. Ach, warte mal, die Mission ist hier gar nicht auf dem Gebäude, sondern hier vor. Doch, dann ist die das. Dann ist die das. Pizza Mortale. In the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. Wir rennen immer noch mit den Klamotten rum. Wir müssen mal dringend mal die Klamotten wechseln. Gerade wenn wir in Gebiete kommen. Aber jetzt erstmal geht es um diese Mission, diese Pizza Mortale. Also wir rennen, ja, es ist diese Mission. Es ist die Mission. Es geht dem guten Diaz heute an den Kragen und zu erledige. Ne, das ist die falsche Waffe. Dann nehmen wir die hier. Ich weiß nicht, ob er da oben lang rennt. Die Tür ist verschlossen. Finde einen anderen Weg. Ja, es gibt einen anderen Weg. Ich kenne den Weg auch auswendig. Aber da warten halt sehr viele Feinde. Deswegen, bis weiter durch. Erledigt. Vor allem Cops. Weg. Kümmere dich mal um da an die Typen. Gut, dass die Typen nichts aushalten. So, die sind erledigt. Oh, Alter. Danke, Dias. Quatsch. Lenz. Weiter. Oh, herzhaft. Jetzt. Dias must be inside. Klar ist er inside. Gut, weiter. Okay, hier kommt man nicht weiter. Der ist tot. Weiter. Oh. Oh, Alter, wir müssen ein bisschen aufpassen mit unserer Energie. Wir haben jetzt gerade schon. Naja, der ist unten. Der ist, ich weiß, wo der ist, aber wir gehen mal wieder runter. Und Lenz hat auch nichts abgekriegt. Ja, ich glaube schon fast alle, fast ihr Leben weg, ey. Warte mal, ist wir hier durch? Ist das richtig? Oh. Mit dem habe ich jetzt auf den Schirm gehabt. Ich habe schon wieder ein bisschen was gekostet, ey. Klar, sind da noch mehr. Tommy, you betrayed me, you idiot!
I'm gonna kill you real soon! Eat this, you murdering bastards! Oh, Alter. Sag mal. Alter, wo stehen die denn? Wo steht der denn? Ich sehe nicht. Ich habe so gut wie kein Leben mehr, ey. Jetzt haben wir einen. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! Oh, I trusted you, Tommy. I would have had you made! Say goodnight, Mr. Diaz! Und damit gehört uns dieses Gebäude hier. Die Villa von Diaz gehört jetzt uns. Und kriegen wir 50.000 für die Mission? Okay, kann man so machen. Und jetzt darf ich mich auch mal nicht umziehen. Wir dürfen jetzt wieder als Tommy durch die Gegend speichern auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir die Mission so schnell hinkriegen. Cool. Wir haben es, auf jeden Fall. Gut, ich gehe mal ganz kurz, bevor es hier weiter in die nächste Mission geht. Oder auch nicht. Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pass a visit? You know it makes sense, don't you? See you later. Gut. Ja, Aufnahmestudio, das ist wahrscheinlich eine Laffist-Mission. Und wir haben tatsächlich mittlerweile, jetzt Leben, alles klar. Ich wollte aber nicht auf die andere Seite gehen. Ich wollte jetzt eigentlich mal. Ach ja, gib mir nicht auf die Sackkarte. Sonny, remember me? Hello, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. Nicht wirklich. I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you, I ain't forgotten about you. What's going on? Gut, ja. Wenn ich aus GTA definitiv eins gelernt habe, ist es, ich vertraue niemandem außer dir selbst. Weil irgendwie will ja gefühlt gerade jeder ans Bein pissen. Es ist so. Diaz, hey, best friend, und hast du nicht gesehen? Ja. Nein. Jetzt ist er tot. Deine Bude gehört uns. Und wir sind um $50.000 reicher. Gut, das ging jetzt aber auch relativ schnell. Ich glaube, wir kriegen noch eine. Können wir noch eine Mission hin? Ich will jetzt keine große. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt nicht keine West City Mission. Wir fahren jetzt zu dem Aufnahmestudio da von der Love, für den Love Fist. Also zumindest das, was wir gerade als Anruf bekommen haben. Wir haben ja noch ein paar Nebenquests. Ja, wir machen mal. Warte mal, ich muss mal ganz kurz zur Love Fist. Ja, die heißt wirklich so. Ich muss mal gerade gucken. Das ist der Kolonel. Der Kolonel hat mich angerufen. Warte mal, wo war das hin? Eigentlich wollte ich was anderes machen. Genau, da oben wollte ich hin. Ich mache jetzt keine große Mega-Mission noch da in der Folge, sondern ich will jetzt eine kleine Mission machen. Weil die Folge geht nicht mal 10 Minuten, deswegen ist es halt so. Wir sind wirklich sehr, sehr bobbig durchgekommen durch diese Mission mit dem, mit der Diaz-Villa. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass wir da tatsächlich, dass wir das so schon problemlos schaffen. Aber weißt du, was ich noch machen möchte? Können wir das? Können wir das tatsächlich schon machen? Warum auch immer ich jetzt irgendwie schon wieder irgendwo hängen geblieben bin.
Also ich bin hängen geblieben, ja, das weiß ich auch, aber ich will was anderes machen. Warte mal, ist das das Gebäude? Ne, ist es nicht das, sondern... Wo ist das denn? Ich suche eigentlich ein bestimmtes anderes Gebäude. Und zwar, das ist die Dings. Wo waren das die Mist? Wo waren die? War das hier? Nee. Warte mal, das war doch hier vorne irgendwo. Eine Pizzabude brauche ich nicht. Hier war's. Genau. Ich will das Praxisinstitut kaufen, aber wir können es glaube ich noch nicht kaufen. Nee. Das sieht nämlich noch gesperrt aus. Ja. Na, schade. Okay. Sorry. Wir können noch nicht. Taxi. Leider. Schade. Schade, schade, Schokolade. Wir können doch nicht alle Gebäude kaufen. Das ist es halt einfach, ne? Das ist das Problem. Warte mal, ich fahre mal hier lang. Das ist mir zu ein, ist mir sonst ein bisschen zu blöde. Scheiße, Verkehrsregeln. Wir sind hier in GTA. Das interessiert mich herzlich wenig. So. Entschuldigung, das Motorrad war im Weg. So, dann fahren wir hier rüber zur Lovefist und machen da zumindest mal die erste Mission mit den Jungs. Nämlich Love Juice. Ach. Schön laute Musik, damit das Video auch noch. Gut. Glad you could make it. Hey, you ever met Love Fist before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick. Willie's in the cars here, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. And den kennen wir ja auch schon. Von der Yacht. Too crafty for that sunshine. English prick. Like good one in America. The thing is, Tom, the boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the hands too far. We need some drugs, pal. Gotta get on the old Lovefest Fury, you know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love Juice, man. We need Love Juice, man, Dan. Love Juice? Aye. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pa? Oh, we really mean a lot to the boys. You could do that for the boys, right? So, besorgt die Zutaten für den Love Juice vom Dealer. Ich muss mal die schon scheiß Wegpunkt rausnehmen. Ah, der Dealer ist direkt hier um die Ecke. Hier ist der Dealer, oder? Natürlich. Egal, warte, Moment, ich muss mich mal kurz an diesen Wegpunkt stellen. Darf ich das? Jawohl. Looking for something special? I got what you need. Thanks for the money, sucker. Serbka? Oh. Könnte die Dealer wieder ausholen, den Stoff. Okay. Na gut, dann machen wir das nochmal. Verpiss dich jetzt mit deiner scheiß Karre. Gut, dass wir wahrscheinlich einen schönen fahrbaren Untersatz haben. Und das, was ich, wenn ich in GTA was gelernt habe, ist Motorradfahrer wegballern. So. Oh, der hat eine Waffe. Aber egal. Das war sein letztes Mal. Ich gehe mir jetzt auf den Sack. Ja, ja, ja. So, hol mir Mercedes ab. Dann machen wir das doch. Dann holen wir die gute Mercedes noch ab. Oh, halt da, fahr, zieh dich. Die Mercedes, die gute alte Pipperperle hier.
Die möchte natürlich unbedingt. Ja, die möchte halt absolut Love Juice noch schmecken. Ja. Ihr versteht, was ich meine. Okay, ja, wir sind in GTA. Hier darf man schlüpfrige Witze machen. Meine Fresse, ey. Egal, komm, wir holen die Rolle ab. Scheiße, noch nicht alle. Verpiss dich da. Ich bin ein bisschen im Wege. Warte mal, da oben ist die, ne? Jetzt muss ich gerade gucken. Ich hätte geile Bude. Ah, gut. Guck mal, da ist er doch schon. Hey, Mercedes. Hallo. Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect returned. Schau ja. Ja, die will heute Abend auch noch eine Love Fist kriegen. Die Olle. So, sonst müssen wir ein bisschen Gas geben, weil wir haben etwas über circa anderthalb Minuten Zeit, um. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich meine, Auto raucht schon. Die halten hier eine Staus, die Karren. Da auch solche Idioten, was? Och Mann, verpisst euch doch! Meine Güte, ey! Ich bin ein scheiß NPC, ich biege ab! Oh, Alter, ey, das ist doch zum Kotzen! Oh, ey, du dreckiger! Ich hab doch nur was gemacht! Ich stand dort! Dieser scheiß Bulle ist mich reingeballert! Ich hab nur da gestanden. Ernsthaft jetzt? Ich hab doch nicht mal irgendwas gemacht. Ich muss dich verfolgen. Oh, ey. Warum war ich hier lang jetzt? Verpiss dich jetzt. Oh, nur wegen so einem scheiß dämlichen NPC, der meint, ey, ich muss abbiegen. Verpiss dich jetzt. Manche Leute, ey, das ist doch schlimm. Warum fahre ich überhaupt hier lang? Was fahre ich mir überhaupt gerade zusammen? Hat's auf die Frage. Ich muss mal gerade ganz kurz. Ich muss mal das Auto mal reparieren gerade. Wieder gut an, ey. Ich muss mal Leute reparieren und setze das mal in die Wand. So. Ich sag ja, weil mir die NPCs teilweise auf den Sack gehen. Die biegen ohne Vorwarnung ab. Genau hier schon wieder, Alter. Lass es doch einfach mal sein, Kollege. Ja, das können wir wegdrücken. Ja, ja, gib mir auf den Sack. So, bitte, bis so ab. So, jetzt. Hat er zumindest mal. Hey Mike, the glass is there with some company, if you know what I mean. I know just the girl.
So, die Scheißwaffe brauchen wir jetzt nicht. Wie gesagt, alles nur wegen dem Drecks NPC, ne? Ah, der hat mir versaut, die Mission versaut. Ich muss unbedingt abbiegen, ich bin ein NPC. Ich biege ohne zu blinken, ohne zu gucken ab. Ich baller einfach da raus. Wir hätten es wahrscheinlich sowas locker geschafft. Nein! Warum auch? Wir müssen... Genau das ist genau die Nummer, die ich meine. Die kommen da rausgeschossen, ohne irgendwas zu machen. Ich hab Vorfahrt. Ich hab Vorfahrt hier. Oh Mann. Oh, hier ist Säcke, Alter. Hier ist Säcke. Also egal, alles gut. Das wollte ich gar nicht so lange machen. Ich hätte erwartet, dass wir jetzt die Mission fehlen. Das wir die eigentlich ohne Probleme hinkriegen. So eine schöne, entspannte Mission noch mit den Luffys zusammen. Und dann ist gut. Nee, nee, da gibt es ja noch so tolle Sachen wie eine blöde Feier an der Autofahrer. Na, egal, alles gut. Hey Mercedes. Hiya, Tommy. And how are you? Just fine. Listen. Kannst du Nachricht? Okay. Just as a favor, I expect returned. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht! Warum auch? Na, fahren wir mal da durch. Halt die Fresse jetzt. So, fahren wir mal da lang. Ja, es sind noch einige Missionen, die definitiv kommen werden, was das betrifft. Wir müssen ja noch Gebäude kaufen. Wir haben jetzt wieder 50.000 alleine für die Dings-Mission bekommen. Die war aber pipi einfach, muss ich sagen. Die haben wir relativ gut hingerockt, muss ich sagen. Auch wenn wir kaum noch Leben hatten am Ende. So, jetzt haben wir es geschafft. Also... Hoffentlich, ihr kennt das, GTA und so. Guck mal, da steht ja das Mutter vom Dealer noch. Later, tschüss. Naja, why not? Gut. Die nächsten Luffys-Missionen sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Bis dahin, tschüss.